Wie kommen wir ohne Blitz am schnellsten nach Westenbrügge? Von Berlin ganz einfach A19, A20, Ausfahrt Krümpelin. Wie es weitergeht, kommt später in diesem Clip. Von Hamburg ist nicht ganz so einfach, denn Navi möchte Sie gerne am Wismarer Kreuz auf die B105 schicken. Wenn Sie das gerne machen wollen, dann achten Sie in ein paar Senken mit Rechtsabbiegungen auf Blitzer bei 70, weil da immer wieder mal irgendwelche Stoffel auf die Abbiegung warten ohne Bremslichter und irgendwelche anderen Stoffel hinten reinfahren. Und wenn Sie sonst das Bedürfnis haben, einen der vielen LKWs oder vielen Wohnmobile da überholen zu wollen, dann denken Sie daran, Sie sind länger tot, als Sie leben. Im Übrigen können wir nur empfehlen, machen Sie einfach nicht, schalten Sie Ihre Else im Navi ab und fahren Sie weiter bis nach Krüppelin auf der Autobahn. Und fahren dann da ab. So, da kommt die Ausfahrt, danach links abbiegen. Da kommt jetzt ein Kreisverkehr. Rechts geht's nach Sato. Da gibt's auch einen schönen Aldi und auch einen Antikversteigerer. Und links geht's sozusagen in die Wildnis. Und geradeaus müssen wir hin. Ja, ich weiß, aber dieser Weg ist nur eine Viertelstunde und der andere ist viel, viel länger. Jetzt wird es nochmal ein bisschen spannend. Hier ist 70, da oben ist dann 50. Da ist eine Abbiegung nach Klein-Siem. Nochmal so eine trottelige Abbiegung, eine Abbiegung für Trottelige. Da wird dann gerne geblitzt. Da stehen sie links in so einem Landwirtschaftsweg. Jetzt auch nicht mehr so oft, aber da sollte man wirklich aufpassen nochmal an der Stelle. So, jetzt kommen wir auf Altenhagen los. Linden jetzt rechts und links. Vorher haben wir Apfelbäume auch gehabt. Hinter dem Ort biegen wir scharf links ab. Das ist eine wichtige Abkürzung. Da schneiden wir eine große Ecke ab. Das kennt die Else im Navi meist auch nicht, also gut aufpassen. Da sind wir jetzt. Da steht dran Parcho oder Parcho-Ausbau. Und da lassen wir die jetzt fahren und dann biegen wir links ab. Das ist so eine Landwirtschaftsstraße. Oder das wird nachher eine. Hier ist es noch eine asphaltierte. Da kommt jetzt eine ganz hübsche Straße. Die ist auf der linken Seite von Birken gesäumt. Auf der rechten Seite sieht man oft Kraniche, die da auf dem Feld irgendwas fangen oder grasen. Und links gibt es dann auch mal Raps. Also das ist dann im Frühling wunderschön, wenn die Birken mit frischem Grün und der Raps mit frischem Gelb da kommen. Hier müssen Sie sich jetzt noch mal ein bisschen konzentrieren. Da kommen eine ganze Reihe merkwürdiger Abbiegungen. Und da kommen Sie sich nachher vor wie Moses in der Wüste. Da finden Sie nämlich keinen mehr, den Sie fragen können. Und nachher kommen Sie erst in 40 Jahren an oder so.
So, hier wird das jetzt so eine doppelte Betontrasse im Reichsbahnrhythmus, wenn sie ein bisschen hart gefedert sind, aber das ist doch zumutbar für die meisten heutigen Autos. So, hier kommen wir auf eine T-Kreuzung los. Rechts ist falsch, links ist richtig. Richtung Parchow. Hier fahren wir sozusagen in die Innenstadt von Parchow ein. Das war unser Nachbargut. Das hat ein ruinöses Gutshaus jetzt. Das haben sie in der DDR als Getreidelager benutzt. Nachher haben sie das Dach abgerissen. Nun ist es sozusagen eine Ruine. Wenn Sie die da vorne auftauchen sehen, dann biegen Sie rechts ab. Da ist also geradeaus die Gutshausruine und dann die Schmiede da vorne, Inspektorenhaus und Schmiede da zu sehen. So muss das aussehen, das Ganze da rechts abbiegen. Und dann geradeaus weiter bis zur nächsten T-Kreuzung. Da kommt unsere T-Kreuzung. Nach links geht's nach Uhlenbrook. Das war das Vorwerk von Westenbrügge. Geradeaus in den Wald rein kann man nach Lehnenhof kommen. Das war ein anderes Nachbargut. Und rechts geht's jetzt nach Westenbrügge. Da kommen wir auch ganz schnell in den Ort rein. Der ganze Weg darf von der Autobahn her nicht mehr als 15 Minuten dauern, sonst haben Sie was falsch gemacht. Das ist es jetzt, das ist unser Südortseingang. Wir müssen jetzt nur da unten rechts abbiegen und sind dann nur 50 Meter vom Hof weg. Wir fahren aber jetzt nochmal aus Spaß und Dollerei gerade durch das Lindenkreuz. Willst du jetzt hier rein, oder? Nee, da geht nicht, da liegt ein Stein im Weg, den der Chef da hingelegt hat. Du. Ja. Ist das auch deine Seite Ja. hier? Urwald ist Graf von Westenbrücke. Tja, hier war mal ein Geländer drüber, das sah aus genau wie das Dach von Westenbrücke. Jetzt sieht es aus wie eine Autobahnbrücke. Und über diese Brücke ganzen Airbus rollen. Das halbe Dach haben sie gemacht, ne? Das halbe Dach hat er gemacht, ne? Ja. So, da gegenüber haben wir den Marstall. Da kommt jetzt das Schloss in Sicht. Wir sind jetzt noch einmal außen ums Dorf drumherum gefahren. Den Weg kann man sich natürlich sparen. Hier haben wir die kruckelige Straße, die Gemeinde weder abgeben noch in Ordnung bringen will, obwohl sie Verkehrssicherungspflicht hat. Mit so einem Ärger hat man sich da im Osten auch noch rumzuschlagen. Aber naja, so ist das halt. Und ansonsten sind wir angekommen. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.